22. Februar 1921. Das dritte Fiat wird dem Geschöpf solch große Gnade schenken, dass es beinahe zum ursprünglichen Zustand zurückkehren wird. Und dann wird Gott seine immerwährende Ruhe im letzten Fiat finden. Ich befand mich in meinem gewohnten Zustand und mein süßer Jesus war ganz still. So sagte ich zu ihm: Meine Liebe, warum sagst du mir nichts? Und Jesus: Meine Tochter, es ist meine Angewohnheit, Ruhe eintreten zu lassen, nachdem ich gesprochen habe. Ich will mich ausruhen in meinem eigenen Wort, das heißt in meinem eigenen Werk, das aus mir hervorgegangen ist. Und so handelte ich bei der Schöpfung. Nachdem ich gesprochen hatte, Fiat Lux, es werde Licht. Und es Licht wurde. Fiat für alle anderen Dinge und dieselben Dinge ins Dasein traten, wollte ich ruhen. Mein ewiges Licht ruhte im erschaffenen Licht, das in der Zeit hervorgegangen war. Meine ewige Liebe ruhte in der Liebe, mit der ich alles Erschaffene umhüllt hatte. Meine Schönheit ruhte im ganzen Universum, das ich nach meiner eigenen Schönheit modelliert habe. Es ruhten auch meine Weisheit und Macht, durch die ich alles mit solcher Weisheit und Macht geordnet hatte, so dass ich selbst bei diesem Anblick sagte: Wie schön ist doch das Werk, das von mir ausgegangen ist. Ich will mich in ihm ausruhen. So mache ich es auch bei den Seelen. Nachdem ich gesprochen habe, will ich ruhen und mich an den Wirkungen meines Wortes erfreuen. Danach fügte er hinzu: Sagen wir gemeinsam Fiat. Und alles, Himmel und Erde, füllten sich mit Anbetung der höchsten Majestät. Und aufs Neue wiederholte er: Fiat. Und das Blut, die Wunden, die Schmerzen Jesu erschienen und vervielfältigten sich bis ins Unendliche. Dann ein drittes Mal: Fiat. Und dieses Fiat vervielfältigte sich in jedem Willen der Geschöpfe, um sie zu heiligen. Dann sprach er zu mir: Meine Tochter, diese drei Fiat sind das Erschaffende, das Erlösende und das Heiligende Fiat, das Fiat der Schöpfung, der Erlösung und der Heiligung. Bei der Erschaffung des Menschen beschenkte ich ihn mit drei Kräften, Intellekt, Gedächtnis und Wille, und mit drei Fiat werde ich das Werk der Heiligung im Menschen vollenden. Beim Fiat der Schöpfung bleibt der Verstand des Menschen wie entzückt, sowohl darüber, wie viele Dinge er von mir begreift, als auch, wie sehr ich ihn liebe, indem ich mich in allem Erschaffenen verborgen halte, um mich zu erkennen zu geben und ihm Liebe zu erweisen, damit ich wieder geliebt werde. Beim Fiat der Erlösung bleibt das Gedächtnis wie gefesselt vom Übermaß meiner Liebe, die so viel litt, um den Menschen zu helfen und ihn aus dem Zustand der Schuld zu erlösen. Im dritten Fiat will sich meine Liebe noch mehr offenbaren. Ich will den menschlichen Willen bestürmen. Ich will meinen eigenen Willen, dem menschlichen Willen, als Stütze zur Seite stellen. Und zwar so, dass der menschliche Wille nicht nur hingerissen und bezaubert,
sondern von einem ewigen Willen aufrechterhalten wird, der sich in allem zur Stütze macht und dem sich der Mensch praktisch nicht entziehen wird können. Die Generationen werden nicht vergehen, bis mein Wille auf Erden regiert. Mein Fiat der Erlösung wird sich zwischen das Fiat der Schöpfung und das Fiat der Heiligung stellen. Alle drei werden sich miteinander verflechten und die Heiligung des Menschen vollenden. Das dritte Fiat wird den Geschöpfen so viel Gnade vermitteln, dass sie gleichsam zum ursprünglichen Zustand zurückkehren werden. Und erst dann, wenn ich den Menschen so erblicke, wie er von mir ausgegangen ist, wird mein Werk vollendet sein. Und ich werde meine immerwährende Ruhe im letzten Fiat finden. Nur das Leben in meinem Willen wird dem Menschen den ursprünglichen Zustand wieder schenken. Sei deshalb aufmerksam und hilf mir, die Heiligung der Geschöpfe zusammen mit mir zu vollenden. Als ich das hörte, sagte ich: Jesus, meine Liebe, ich kann nicht so handeln wie du, noch so wie du es mich lehrst, und ich habe fast Angst vor deinem Tadel, wenn ich das nicht gut mache, was du von mir willst. Und er sagte voller Güte: Auch ich weiß, dass du nicht vollkommen tun kannst, was ich dir sage, und was dir nicht gelingt, das ersetze ich. Aber es ist nötig, dass du dich ermunterst und begreifst, was du tun sollst, damit du, wenn du auch nicht alles tust, doch das tust, was du kannst. Während ich jedoch zu dir spreche, bleibt dein Wille an den meinen gebunden, und du möchtest gerne tun, was ich dir sage. Und ich sehe dies so an, als hättest du alles getan. Und ich: Wie wird man den anderen diese Art, im göttlichen Willen zu leben, bekannt machen und sie lehren können? Und wer wird sich dafür eignen? Darauf Jesus: Meine Tochter, auch wenn durch mein Kommen auf die Erde niemand gerettet worden wäre, so wäre das Werk der Verherrlichung des Vaters dennoch vollendet gewesen. Dasselbe gilt auch jetzt. Selbst wenn niemand diese Wohltat empfangen wollte, was nicht der Fall sein wird, wirst du allein mir genügen und mir die vollständige Ehre erweisen, die ich von allen Geschöpfen will. Februar 1921. Die Welt möchte Jesus von der Erde vertreiben. Er hingegen bereitet die Ära der Liebe vor, die Ära des dritten Fiat. An diesem Morgen nach der heiligen Kommunion hörte ich in meinem Inneren meinen stets liebenswürdigen Jesus zu mir sagen: O schändliche Welt, du tust alles, um mich vom Angesicht der Erde zu verjagen und mich aus der Gesellschaft, aus den Schulen, aus den Gesprächen und aus allem zu verbannen. Du planst Intrigen, um die Gotteshäuser und Altäre niederzureißen, meine Kirche zu zerstören und meine Diener zu töten. Und ich bin dabei, dir ein Zeitalter der Liebe vorzubereiten, die Ära meines dritten Fiat. Du wirst deinen Weg fortsetzen, mich zu verbannen. Und ich werde dich mit meiner Liebe beschämen, werde dir von hinten folgen, werde mich dir von Angesicht zu Angesicht gegenüberstellen, um dich in Liebe zu überwältigen. Und dort, wo du mich vertrieben hast, werde ich meinen Thron errichten und mehr als zuvor herrschen, aber auf eine viel überraschendere Weise, dass du selbst zu Füßen meines Thrones niederfallen wirst.
wie gefesselt von der Kraft meiner Liebe. Dann fügte er hinzu: Ach, meine Tochter, die Geschöpfe verstricken sich immer mehr ins Böse. Wie viele verderbliche Machenschaften bereiten sie vor. Sie werden so weit kommen, das Böse selbst auszuschöpfen. Aber während sie auf ihrem eingeschlagenen Weg weitergehen, bin ich darin tätig, dass mein Fiat Voluntas Tua, in Klammern, dein Wille geschehe, seine Erfüllung und Erhörung finde, dass mein Wille auf Erden herrsche, aber auf eine völlig neue Weise. Ich bin dabei, das Zeitalter des dritten Fiat zu bereiten, in dem sich meine Liebe auf wunderbare und unerhörte Weise ergießen wird. Ach ja, ich will den Menschen ganz in Liebe überwältigen. Sei daher aufmerksam. Ich will dich bei mir, um diese himmlische und göttliche Ära der Liebe vorzubereiten. Wir werden uns gegenseitig die Hand reichen und gemeinsam arbeiten. Dann näherte er sich meinem Mund und hauchte mir seinen allmächtigen Atem ein. Und ich fühlte neues Leben in mich einströmen. Dann verschwand er. 16. Oktober 1918. Jesus selbst wird den wahren Frieden schenken. Deutschland wird katholisch sein. Das Schicksal einiger Länder. Ich fühlte mich sehr bedrückt wegen der Entbehrung meines liebenswürdigen Jesus und mein Geist war traurig gestimmt wegen des Gedankens, dass alles in mir entweder Werk der Fantasie oder des Feindes gewesen war. Es sind Gerüchte über den Frieden und Triumph Italiens im Umlauf. Und ich erinnerte mich, dass mein süßer Jesus mir gesagt hatte, dass Italien gedemütigt wird. Welches Leid, welche tödliche Agonie, daran zu denken, dass mein Leben ein ständiger Betrug war. Ich fühlte, dass Jesus zu mir sprechen wollte. Und ich wollte ihn nicht hören, ich wies ihn zurück. 3 Tage lang kämpfte ich mit Jesus, und sehr oft war ich so erschöpft, dass ich nicht die Kraft hatte, ihn zurückzuweisen. Und dann sprach Jesus, und ich kam durch sein Reden wieder zu Kräften und sagte zu ihm, ich will nichts wissen. Schließlich umschlang Jesus meinen Hals mit seinem Arm und sprach zu mir, beruhige dich. Beruhige dich, ich bin es, schenke mir Gehör. Erinnerst du dich nicht, dass ich vor Monaten, als du dich bei mir über das arme Italien beklagt hast, zu dir sagte, meine Tochter, es verliert, wer gewinnt, und es gewinnt, wer verliert. Italien und Frankreich wurden schon gedemütigt, und sie werden nicht mehr sein. Bis sie geläutert sind und freiwillig, unabhängig und friedvoll zu mir zurückkehren. In dem bloß scheinbaren Triumph, dessen sie sich erfreuen, erleiden sie schon die größte Demütigung. Da nicht sie, sondern ein Fremder, nicht einmal Europäer, gekommen ist, um den Feind zu vertreiben. Wenn man also von einem Triumph sprechen könnte, was es nicht ist, so ist es der des Fremden. Aber dies ist nichts. Jetzt verlieren sie mehr als je zuvor, sowohl auf moralischem wie auf zeitlichem Gebiet. Denn dies wird sie dazu bringen, größere Verbrechen und innere, erbarmungslose Revolutionen vorzubereiten und zu begehen, die selbst die Tragödie des Krieges übertreffen. Und überdies, was ich dir gesagt habe, betraf nicht nur die gegenwärtigen Zeiten, sondern auch die zukünftigen. Und was sich nicht jetzt verwirklicht, wird sich später erfüllen. Und wenn jemand Schwierigkeiten und Zweifel findet, bedeutet dies, dass er nichts von meiner Redeweise versteht. Meine Rede ist ewig,
wie ich es bin. Nun will ich dir etwas Tröstliches sagen. Italien und Frankreich gewinnen jetzt und Deutschland verliert. Alle Nationen haben schwarze Flecken und alle verdienen Demütigungen und Schläge. Es wird einen allgemeinen Aufruhr geben, Verwirrung überall. Mit Eisen, mit Feuer und Wasser, mit plötzlichen Todesfällen, mit ansteckenden Übeln werde ich die Welt erneuern und Neues schaffen. Die Nationen werden eine Art Turm von Babel errichten. Sie werden sich schließlich nicht einmal untereinander mehr verstehen. Die Völker werden sich gegeneinander erheben. Sie werden keine Könige mehr wollen. Alle werden gedemütigt werden. Und der Friede wird allein von mir kommen. Und wenn du Friede sagen hörst, so ist das kein wahrer, sondern nur ein scheinbarer. Wenn ich alles gereinigt habe, werde ich meinen Finger auf überraschende Weise erheben und den wahren Frieden schenken. Und dann werden alle, die gedemütigt worden sind, zu mir zurückkehren. Deutschland wird katholisch sein. Ich habe große Pläne mit ihm. In England, in Russland und überall, wo Blut vergossen wurde, wird der Glaube auferstehen. Und sie werden sich meiner Kirche eingliedern. Es wird der große Triumph sein und die Einheit der Völker. Bete daher, es braucht Geduld, denn es wird nicht so bald sein, sondern es wird Zeit brauchen.